Also, hallo YouTube, wir sind heute mal wieder live im Stream und packen wunderschöne Sachen aus, denn ich habe Pakete bekommen und ich habe nicht nur ein Paket bekommen, nein, ich habe 4 Pakete bekommen und wir packen als erstes das Paket von SRP aus. Und was hier drin ist, wirst du im Laufe der Zeit jetzt erfahren. Also lasst uns reindiven und uns das hier anschauen. Gucken wir mal, mir einen riesigen Tisch zu besorgen. Wir haben auf jeden Fall Sticker drin, das finde ich sehr schön. Wir haben noch einen Sticker drin. Wir haben 2 Sticker drin. Was haben wir denn hier? SRP Sim Racing Pro. Okay. Wir haben sogar die Handbremse von SRP drin. Bedienungsanleitung. Oh, die ist sogar auf Deutsch. Das ist ja geil. Okay, das ist super interessant. Ja, hier haben wir die Einstellungsmöglichkeiten, aber da müssen wir nicht reingucken. Hier ist noch ein Zertifikat dahinter und es gibt scheinbar auch noch einen Treiber dazu, aber das können wir uns gleich nochmal angucken. Also haben wir, oh ja, wir haben aktuell hier drinnen eine Handbremse. Dann packen wir mal die einzelnen Teile davon aus. Oh, das fühlt sich schon mal sehr schön an. Also es fühlt sich, so ist hier noch mehr drin. Nee, hier ist nicht noch mehr drin. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an hier, was wir von SRP bekommen haben. Vorsichtig, nicht runterfallen lassen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hinten ein Aluprofil drin, das finde ich übrigens sehr interessant. Da kann man sich über Nutensteine noch was dran machen. Wir müssen hier auf jeden Fall die Handbremse noch anbauen. Den Kopf können wir auch abschrauben und modifizieren und verlängern. Eine Verlängerung haben wir jetzt nicht dabei. Hier sind die Schrauben drin zum Anmachen. Das wird dann wahrscheinlich hier rankommen. Wir haben an der Seite haben wir hier die Controllerbox. Hier können wir sogar schön ablesen. Das macht aber richtig Bock, so anzuboxen, Junge. Wir können hier sehen, die Handbremse, Innie okay und Warning. Das heißt, wir haben hier sogar noch, Feedback, falls wir irgendwann mal keine Software laufen lassen. Wir haben hier unseren Anschluss, den ich übrigens sehr schön finde, weil der ist nämlich schraubbar. Das ist nicht einfach nur so USB reingedonner. Und das wird mit der Controllerbox verbunden. Die Controllerbox hat hier an der Seite den Strom bzw. die USB-Verbindung. Die Mounting Plate, wir können, oh, das ist auch sehr schön auf den ersten Blick. Wir haben die Möglichkeit zu mounten, rechts und links. Das heißt, wir könnten das theoretisch noch umbauen, so wie es aussieht, von hier auf die Seite, falls wir wahrscheinlich in UK unterwegs sind. Das heißt, da hat schon jemand dran gedacht. Wir verbinden mal hier die Stecker. Gehört das hier rein? Das werden wir gleich rausfinden. Yes, das gehört da rein. Dann sind wir quasi angeschlossen. Aber was mir halt hier an der Stelle noch fehlt, ist das USB-Kabel, weil hier ist, glaube ich, keins mit dabei. Außer, doch, wartet kurz. Aha, aha. Guck mal, hier kommt, hier ist das ganze Werkzeug auch mit noch dabei. Und die ganzen Schrauben sind noch mit dabei. Aber wir haben keine Verlängerung für die Handbremse dabei. Wenn wir jetzt mal kurz in das Handbuch gucken, das solltet ihr ja auch gleich sehen können, wenn das hier liegt. So, hier kann man das jetzt sehen, dass wir das noch umbauen können in der Theorie. Und dann haben wir wirklich eine sehr kurze Handbremse. Ich hoffe noch, hier ist eine Verlängerung dabei. Hier ist auf jeden Fall, das denke ich wohl, aber nicht, dass eine dabei sein wird, weil hier ist das USB-Kabel mit dabei. Das muss ich übrigens gleich mal dazu sagen. Die Produkte wurden gestellt und das sind nur leihweise, also ich habe diese hier nur leihweise da. Die müssen, gehen nachher auch wieder zurück. Das heißt, wir gehen damit sehr sorgsam um, obwohl ich jetzt die Tüte schön zerrissen habe, ich Idiot. Aber in der Theorie können wir uns jetzt hier die Handbremse schon fertig machen. Ich wünschte mir, wir hätten den Extender mit dabei. Haben wir aber leider nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie das denn jetzt hier zusammengebaut werden soll. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das hier oben dran soll. Genau, es wäre möglich, das hier zu machen oder da. Dann bauen wir das doch mal zusammen. Und dann gehen wir auch mal der Theorie nach, ob wir den Knauf noch höher machen können. Also von der Wertigkeit her, um nebenbei beim Schrauben mal ein bisschen was zu erzählen, fühlt sich das wirklich sehr, sehr gut an. Okay, die Schraube geht nicht raus. Ah, die Mutter ist hinten
Okay, die Mutter. Ja, so jetzt. So, hier ist sogar noch ein Drehgewinde drin. Das heißt, das ist sogar doppelt gesichert. Das finde ich sehr schön. Okay, also von der Wertigkeit her ist es sehr schön. Und ich finde auch, dass es macht optisch was her. Es sieht nicht so aus wie fast alle anderen Produkte. Wisst ihr? Also ich finde es schön, dass hier eine Box dran ist und dass wir hier auch so ein Alu-Profil dran haben. Das sagt mir, optisch spricht mich das doch sehr an. So, dann drehen wir das jetzt mal hier durch. In dem ist auch ein Gewinde drin im ersten Teil. Dann kommen wir in den zweiten Teil. Dort ist auch ein Gewinde drin. Oh, der Tisch wackelt aber wirklich ganz schön doll. So, dann machen wir mal die Mutter hier drauf. Finde ich übrigens auch wieder spitzenmäßig, dass das Werkzeug dabei ist. So, jetzt ist die Frage, reicht die Mutter? Ja, die Mutter reicht. So, dann können wir uns hier einen Schlüssel nehmen. Die fühlen sich auch sehr schön an. Und dann machen wir das mal fest. Nicht zu fest. Und dann können wir mal... Oh, wow! Ui, das ist aber... Oh, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ui, oh, das ist aber... Schmackofatz. Das ist eine sehr schöne Handbremse. Also so vom Feeling her. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob hier drinne, weil hier kommt nämlich kein... Hier ist kein... Doch, da ist ein Immo-Schlüssel dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier drinne ist. Nach fest kommt ab. Ja, haben wir ja nicht gemacht. Nur handfest. Immer nur handfest. So, jetzt müssen wir die Schraube rausdrehen. Mal gucken, ob hier ein Schaft drin ist. Da hat Chat wieder gut mitgedacht. Es ist tatsächlich drinne. Und meine, also wirklich... Die ganzen Komponenten, die hier verbaut sind, fühlen sich sehr, sehr wertig an. Also das hier ist alles Metall. Das ist, hier ist nichts, also hier keine scharfen Kanten, super verarbeitet. Selbst hier das Stück, das ist Plastik, also der Deckel oben drauf, auch sehr schön verarbeitet. Wir haben sehr schöne gerundete Materialien hier dran. Die Schrauben sehen auch alle sehr wertig aus. Muss man ja auch immer dazu sagen, sieht jetzt nicht so nach Billo-Schmillo aus. Die Höhenverstellung haben wir gleich mit drin, muss man nicht extra kaufen, also den Extender dafür, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und was ich halt sehr toll finde, was mir gleich zusagt, ist, dass wir hier an der Seite, wenn ich jetzt mal meine Hand runterlege, noch Löcher haben und diesen ganzen Schaft noch in super vielen verschiedenen Kombinationen anbringen können, was halt super geil ist für Wartung. Du kannst hier alles super easy auch ausbauen. Ne? Also du kannst den ganzen Zylinder kannst du hier anheben oder das ganze Bauteil und runternehmen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, das hier auch noch abzubauen und zu verschieben. Ui, wartet mal. Ich weiß nicht, ob wir das hören können. Kannst du nämlich gar nichts hören. Das ist schön. Das ist wirklich super wertig. Ich bin sehr gespannt, wie das im Einsatz ist. Das Gute ist, wir haben fürs Mounting ist auch alles schon vorgesorgt an der Stelle. Wir haben hier sowohl ganz normal die Löcher drin, als auch die Löcher, um die Handbremse ein bisschen anzuwinkeln. Unten ist genau dasselbe. Und die Schrauben dazu plus die Nutensteine sind auch mit dabei. Hier ist alles mit enthalten. Sowohl Werkzeug als auch die Schrauben. Das wäre das. Das ist von Sim Racing Pro. Das ist eine spanische Firma von dem guten David. Super netter Mensch. Also kann keine andere Sprache außer Spanisch und arbeitet sehr viel mit Übersetzer. Und ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens, mich mit ihm zu unterhalten über seine Produkte. Und wie gesagt, die Dinger sind jetzt gerade hier als Leiheinheit, also die gehen auch wieder zurück, die darf ich nicht behalten, ich werde dafür nicht bezahlt. Aber wir haben noch die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt noch 5% sparen, falls ihr euch das zulegen wollt. Das hier holt mich auf jeden Fall schon mal sehr ab. Das finde ich super. Ich bin sehr gespannt, denn wir haben noch Pedale. Wir haben noch Pedale von Sim Racing Pro und die sind für mich persönlich super interessant, weil die sehen ein bisschen anders aus als die anderen Geräte, die man sonst so sieht. Und das würde ich mir jetzt gerne mal angucken. Aber das machen wir im nächsten Video, YouTube. Chat, sag doch mal auf Wiedersehen zum Chat. Auf Wiedersehen, Chat, YouTube. Ihr wisst, was ich meine. Abonniert den Kanal. Dankeschön. Bis dann.